Noch mehr voraus. Auf dein Zeichen. Linke Seite, Bifall! Schildschlag, jetzt! Schön Vorsicht! Bifrost! Vorsicht, das ist der Alpha. Das wird schwer. Oh!
Arme Nidhoggr. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt wohl. Trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidhoggr beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Vielleicht kann dein Speer uns rüberbringen. Einfach mehr Lärm, wenn der Angriff beginnt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildiswini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Hier ist es. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ruf jetzt bitte Sköll. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg. Komm zu dir, Ingvi. Ihr habt eure Position preisgegeben. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag! Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Geh. Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Zeig. Was hast du drauf? Wirklich? Du bist der, der Baldur getötet hat? Hier.
Nimm meine Bifrist! Auf mich! Ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht! Oh! Was hat Hildrophyr dir je getan? Oh! Wolltest du noch mehr? Bei deinem Ruf hätte ich dann doch etwas mehr erwartet! Na los, dummes Tier! Amüsieren wir uns schon? Ah, gut, wir beide also. Na los, kämpfen wir! Nein! Oh, sieh an, der Stock ist zurück! Was zum... Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Hoffen wir, dass die Rettung besser läuft als dieser Kampf. Oh, halt! Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Echt knapp, das? Kuss! Der Spross der Asen mit dem Stock eines alten Knackers besiegt. Du hast mich echt getroffen. Langsam. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand getroffen hat. Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Wirklich? Langsam. Es wird bald vorbei sein. Na los! Du kannst es doch! Warte nur auf den richtigen Moment! Schön langsam. Das wird langsam ermüdend. Schlägst zu wie eine alte Kuh. Gemacht. Mehr Spaß für mich. Langsam. Jetzt! Also, Schmerzen habe ich schlimmer in Erinnerung. Schön langsam. Langsam. Na bitte, eine Rüstung für einen Gott. Los, schlag zu! Ah.
hat das auch nicht gereicht. Ich weiß nicht, ob ich überrascht sein soll oder angepisst. Langsam. Ich weiß nicht, ob ich überrascht sein soll oder angepisst. Schön langsam. Also, Schmerz hatte ich schlimmer in Erinnerung. Wann habe ich dieses Schwert zum letzten Mal benutzt? Glaubst du, du bringst Asgard zu Fall? Wirklich? Langsam. Na los, du kannst es doch. Warte nur auf den richtigen Moment. Schluss damit. Na bitte! Eine Rüstung für einen Gott! Du schlägst zu wie eine alte Kuh! Los, schlag zu! Schön langsam. Ich bin dran. Jetzt! Los, du kannst es doch. Warte nur auf den richtigen Moment.
Na bitte! Eine Rüstung für einen Gott! Was geht vor sich in diesem leeren Schäbling? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen? Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel? Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen! Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Du! Entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Du hast deinen Mund viel zu voll genommen. Schön langsam. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Asen. Der Herold von Ragnarök. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Du bist ziemlich nervig! Nur einer von uns beiden überlebt das hier. Und das wird auf keinen Fall du sein! Es bloß nicht, mich zu verschonen! Du hast
mein Mund viel zu voll genommen. Schluss damit! Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Asen. Der Herold von Ragnarök. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Nur einer von uns beiden erlebt das hier. Und das wirst auf keinen Fall du sein. War es bloß nicht, mich zu verschonen. Ich bin dran. Ich hab langsam wirklich genug von dir. Langsam. Das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Oh!
Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. Yeah.
aber groß. Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Tust du nicht. Au, 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 langsam. Zu mir, mir nach. Wir haben hier Gesellschaft. Ja, gut. Na schön. Was da, ja? Bogenschützen! Hey, ich bin Atreus. Geht's dir gut? Hallo. Nein. Halt durch! Na gut. Fast da, oder? Rechte Seite! Weiter, vorwärts! Wir sind fast am Schluss! Oh, ein Glück. Ich muss mich kotzen. Wo ist das Boot? Wirf das in den Fluss. Beeilung! Das hält sie nicht lange auf. Ja, natürlich. Skidbladni. Freyrs Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Das ist übel. Festhalten! Ja.
hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Es fliegt. Wir fliegen. Damit hatte ich gerechnet. Wir haben Gäste! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ich kann keinen anvisieren. Hinter mir! Der hier, Fee. Er wird uns gleich wieder anrufen. Der hier, Fremder. Wir gehen. Der ist ja auch reizamer. Egwet, einert alde der. Domer von Dautonberg. Hirgir, nein! Für Wanderheim! Ach, komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Pyrgirs Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Du wirst sehen, es... Ach, es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Lunda! Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh. Nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich hab deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Warte! Wieso maulst du mich an? Ich hab dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Warnerheim ist in guten Händen. Feuer in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. Er gab dir sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Hm.
Laut der Prophezeiung läutet das Gjallarhorn Ragnarök ein. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Heimdall ist tot. Gut. Ach ja? Ich weiß nicht, was das Schicksal will, aber ich weiß, dass Heimdall ein preisgekrönter Schandfleck war, der massig Dreck am Stecken hatte. Wenn er deinem Jungen etwas antun wollte, ist es gut, dass er nicht mehr unter uns weilt. Die Normen waren da anderer Meinung. Die Meinung dieser drei weggesperrten Jungfern ist doch nicht einmal einen Ziegenfurz in einem Wirbelsturm wert. Ihr habt es nun mal getan. Kein Grund, darüber zu jammern. Ich hoffe, du und der Spross deiner Lenden habt keine Löcher, wo keine sein sollten. Uns geht's gut. Ach, Herzchen, um ihn musst du dich nicht sorgen. Ich habe ihn mir genau angeschaut, sobald Freyr zusammengeflickt und wieder weg war. Ach, wirklich? Pyrgir hat mich verletzt im Dschungel gefunden, als ich versuchte, wieder hierher zu finden. Er hat mich beim Schlafen bewacht. Ich habe ihm nie gedankt. Wenn du ihm danken willst, lass dich nie wieder einfangen. Versprochen. Ja, versprochen. Was heißt das? Helka riecht etwas. Könnte wichtig sein. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Spuren. Helkas. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Ich kenne dich, Göttermörder. Was genau wollt ihr von mir? Ist das ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Was ist es, das du verheimlichst? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Wir folgen all deinen Launen. Du glaubst an nichts davon. Und doch folge ich dir. Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles. Wer beschützt dich denn? Du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Falscher Gott! Für den Allvater! Der Tod kann mich haben.
wenn er mich verdient. Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Bist du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt? Angebetet? Geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Wir schmieden unser eigenes Schicksal.